Alright. Fangen wir mal ganz simpel an. Was sucht ihr hier? Was suchen wir hier? Was sollen wir hier suchen? Also, wir wohnen hier. Ihr wohnt hier. Ihr seid hier in die Southside gezogen. Für den Moment sind wir auf jeden Fall gerade hier in der Straße, sehe. Für den Moment. Ihr kommt hier einfach an die Southside und meint, ihr könnt hier wohnen, oder was? Genau, richtig. Wir kommen nicht einfach so. Es ist schon besprochen. Was mit wem? Mit wem? Mit den Ballers. Mit den Ballers. Okay, mit mir hast du nicht geredet. Okay. Meinst du, du kannst hier einfach in die Gegend ziehen, oder was? Wir denken, dass wir hier einfach hinziehen können. Das denken wir tatsächlich. Weil wir haben das so abgesprochen und nur weil wir jetzt innerhalb von 2-3 Tagen nicht vorbeigekommen sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht noch kommen. Weißt du, was wir gerade machen, mit wem wir krass was wie machen? No, das heißt nicht, dass weil wir jetzt in einem Tag nicht vorbeigekommen sind oder in zwei, dass das nicht vielleicht morgen oder am Wochenende einfach passiert ist. Das waren schon ein paar Tage. Und bevor du hier in irgendeine Community kommst, gerade wenn du schon woanders gewohnt hast, in der Westside oder in der Eastside auch noch, meinst du, dann kommst du hier einfach in die Southside oder was? Genau. Meinst du? Also ich denke mal... Die Frechheit zu besitzen, zu sagen, wir sind die Vagos, wir können eh hin, wo wir wollen. Wie gesagt, haben wir das gesagt? Frage ich mich gerade, woher du dir dieses Recht oder diese Kraft nimmst, dass wir das gesagt haben. Interessant. Ja, die Aussage habt ihr getätigt, das weiß ich. Genau, wir haben uns nach einem Wohnort erkundigt, der uns gefallen hat, und haben gefragt, ist der frei? Den Antwort, bei wem? Was sie? Bei Kuyo. Kuyo hat gesagt, klar, nimm. Genau, er hat gesagt, klar, nimm. Vielleicht kann er was zu der Straße sagen, ja? Aber er kann nicht entscheiden, ob irgendeine Gang in die Southside kommt. Das habt ihr hier mit jedem abzusprechen. Okay. Alles klar, ist dein Ding, deine Meinung. Okay, erzähl weiter. Ist deine Meinung nicht? Wie gesagt, ich hab dir, wie schon gesagt, ich habe gerade eben so angedeutet, dass wir viertes Tag hier sind. Und nur weil wir jetzt nicht am ersten Tag im Widerstand sind, heißt das nicht, das hast du zu tun, bevor du hierher kommst. Okay, und das sagt jetzt wer? Das sag ich, das sagen meine Leute und das sagt meine Gun. I bust my gun, no think about karma, think about that after I lean with it. Tryna hit that target, anyone I see I recognize, I'ma blast his ratchet. He thought he was the only one I had it when he blasted. Told a man then barked it. Send corn, half a man, the man a little boy's not even half a man. We don't wanna talk, but the man are just talking. When I enter this talking thing, got machine on this walking thing. She waps like a gal in this clarting thing. We put the ush in, whoosh on the M in, more on the W in. Wir wollten doch nur quatschen, Alter. Ja, aber trotzdem die sind aber an den Seiten. Ja, die sind. Und auf den Dächern. Ja, aber Pew, er hat auch, keine Ahnung, er kommt da rein mit der Aussage, yo, wie, ich hab hier nichts zu sagen, so, da werden wieder komplett die Wörter verdreht, Alter, um irgendwie wieder Feuer ins Öl zu gießen. Ich hoffe, das habt ihr auch klar Öl ins Feuer, wie auch immer. Ja, hat's da wohl ein bisschen zu schnell geschappert. Und das die hat alle auf einen Deck, ne? Mann gekostet. Ja, right, dann sollten deine Leute vielleicht nicht so frech sein, wenn sie mit mir reden. Ich verstehe nicht. Guck mal, ihr sagt jetzt zu mir, ihr wollt, dass wir uns aussuchen, auf was für einen Weg wir die Sache hier angehen. So, ihr kommt hier runter, ballert meine Leute um, ihr kostet von mir das Leben und ihr erwartet jetzt auch von mir, dass ich euch irgendeinen Respekt zolle oder großartig irgendwas in eine Arschkriecherei kommt oder sowas. Ich bin keine Person, die einen Zucker in den Arsch bläst. So, ich bin keine Person, so ganz genau. Das ist auch der Punkt so. Wir machen den Scheiß hier auch schon zu lange. Ich brauche mir auch
von niemandem vorhalten lassen oder von jemandem erzählen lassen, was für ein Standing Leute haben oder was sie hier vertreten. So die Scheiße, die wir gefressen haben in der Zeit, die müssen einige erstmal nachholen. So, und ich weiß auch, dass die Growth irgendwo kein unbeschriebenes Blatt ist. Nur ich weiß auch, dass das Blatt nicht so rosig aussieht. Ganz genau. Zeiten ändern sich. Und genau das ist der Punkt. Ihr habt vorher einfach zu uns zu kommen, bevor ihr überhaupt hier in die Southside kommt und meint, ihr wohnt hier. Jo. Ja. Ich hab doch einfach ein bisschen laut. Zu der Aussage, die Kujo getroffen hat mit deinem Höhenflug, dies, das. Muss man einfach sagen, die Zeiten haben sich geändert, die Zeiten des Rumschubsenlassens ist vorbei, ist einfach so. Ja, Digga, ein bisschen gebabbelt halt, dann habe ich so eine Aussage getroffen, weil die irgendwie meinten, Kujo hat gesagt, die ziehen hier ein und wir haben das zu akzeptieren. Habe ich gesagt, Kujo hat nicht zu bestimmen, was ich zu akzeptieren habe. Wieso? Ich habe gerade mit ihm telefoniert, oben auf dem Parkhausdach mit Jin von HFB. Er hat gesagt, die waren, also HFB war dort oben auf dem Parkhaus, und jetzt darfst du dreimal raten, wer da oben auch stand. Kujo, mit einem Vargos zusammen. Kujo hat der HFB eine Ansage gemacht, dass sie angeblich für uns spotten würden und dass sie sich verpissen sollen. Dann haben die HFB gesagt, ja, was machst du hier oben, was ist dein Argument? Hat er irgendwas dann gesagt? Ey, keine Ahnung, habe ich nicht so Dings Antwort drauf bekommen. Ich hab nichts zu sagen, hör! Nein, pass auf. Er kommt so hin, guckt mich an, sagt so, Shorty, du hast doch gestern erzählt, dass du Shorty heißt, oder? Wo Kujo auch übrigens übelst die Szene gemacht hat mit, ja, Q, muss ich dir zeigen, wie man menschlich ist und so ein Scheiß. Junge, Alter, als ob ich um dich traue, what the fuck, Alter, was war das? Digga, seit wann traust du denn um Leute, Digga? Von einer anderen Color. Er hat halt gesagt gehabt, ja, hier die Gründe, warum sie aus der Westside raus sind. Ja, keine Ahnung, die konnten die Gegend dann nicht mehr sehen. Die haben da zu viel Scheiße erlebt, die wollten einfach raus. Sind dann in die Eastside gegangen, so. Da hat's dann auch nicht gepasst. Aus anderen Gründen, keine Ahnung. Ja, hier passt ja auch nicht.